Braincast, der Schulfunk zum Gehirn. Herzlich willkommen bei Braincast, dem Schulfunk zum Gehirn. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Professor Henning Scheich. Locker hätten wir auch einen Dreiteiler machen können. Natürlich haben wir auch über Bewusstsein gesprochen. Viel zu kurz, Scheich hatte sehr schöne Gedanken dazu. Und auch die Entstehungsgeschichte des Magdeburger Leibniz-Instituts ist mehr als hörenswert. Doch das war beim Essen. Immerhin haben wir einige Bilder aus dem Institut, wobei auch hier wieder jedes seine Geschichte hat. Hier zum Beispiel sieht mein künstlerisch ambitioniertes Weib ein Analog zu Neuronen und Synapsen. Sieht die Verschaltung. Während ich mir beeindruckt war von der Helligkeit auch der anderen Köpfe, die Sie hier sehen. Was alles nur bedeutet, dass wir irgendwann auch eine Episode über angewandte Forschung machen müssen. Aber jetzt ziehen wir uns wieder zurück in des Herrn Professors Büro und konzentrieren uns auf den zweiten Teil des Interviews. Es geht um Lernen. Die Idee, dass unter Lernen sozusagen neue Synapsen gebildet werden, das ist höchst unlogisch. Wie sollten zwei Neuronen, die betroffen sind, die irgendeine Information erreichen, wissen, dass sie sich jetzt miteinander verschalten müssen? Okay. Dann müssen sie wären schon da und werden nur stärker? Genau, die müssen da sein. Also sie müssen sozusagen angelegt sein. Und dann kann man sozusagen unter den vorhandenen, die alle da sind, sozusagen die auswählen, die dann verstärkt werden. Aber wachsen den Dritten nicht auf Axone zu? Ja, schon, aber alles auf Verdacht. Ach so, natürlich. Nicht? Mhm. Wie weiß, Neuronen sind ja Spezialisten. Das heißt, sie durch ihre Eingänge stehen sie für irgendeine bestimmte optimale Information. Sie sind alle irgendwie optimiert. Mehr oder weniger komplex oder so. Das fängt ja schon im Auge oder im Innenohr an oder so für Frequenzen oder für bestimmte Raumpunkte und Formen oder so weiter. Wird immer komplexer durch die Input-Verschaltung. So. Und die Frage ist eben, kann ein Neuron von einem anderen Neuron wissen in der Nähe, dass es auch betroffen ist durch irgendeine Erfahrung? Diese Erfahrung, dieser Test, der kann doch nur gemacht werden, wenn die Neurone bereits miteinander kommunizieren können. Der blinde Uhrmacher von Dawkins. Wenn man so will, in einer gewissen Weise, nicht? Da steckt schon was Richtiges drin. Also, der ist ja ein Evolutionsbiologe. Ich stimme in vielem da nicht überein, aber dieses Bild ist ganz richtig, nicht? Also, es wird immer das Spezifische ist die Selektion. Scheich, wir könnten jetzt eine ganze DVD draus machen, ich merke das schon, aber ich würde gern noch, wir hatten es ja vorhin auch schon so halbwegs bei der Zweisprachigkeit. Ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste. Was können wir beide denn machen, damit unser Hirn möglichst lange im Lernbereich fit bleibt? Ja, also eigentlich nur lernen. Also doch. Ja, aber ich mache da mal einen Unterschied. Es gibt jetzt heute ja so eine Hype, nennt man das ja modern, mit Hirnjogging. Und da stecken ein paar interessante Konzepte drin, aber auch viele, die eigentlich völlig abseits sind. Hirnjogging bedeutet eigentlich nur, dass man sozusagen irgendwo seine Hirnsysteme ein bisschen auf Trab hält. Nennen wir es Morgengymnastik. Okay. Nicht? Das heißt, dass man spezifisch Lernsysteme und Erkenntnissysteme trainiert, ist damit in den allermeisten Systemen nicht gewährleistet. Schauen Sie, wenn Sie irgendeinen so einen Test durchspielen, ob Sie jetzt Kreuzworträtsel lösen oder so Doku oder was es da so alles gibt oder so, oder einen Stroop-Test morgens durchnudeln oder sonst irgendetwas. Sobald Sie das können, ist die einzige Verbesserung, die Sie dann noch haben, Sie werden schneller. Das bedeutet aber mitnichten, dass Sie lernfähiger werden.
Also ich trainiere nicht mit dem einen kognitiven System das andere kognitive das System. Das schon gar nicht. Also das unser Kortex, das ist der allgemeine Speicher, ist ja, das hat die neuere Forschung ja inzwischen ganz klar gezeigt, ist ja nicht ein alles mit allem vernetzter Sache, sondern es gilt die Lokalisationstheorie. Das heißt also, für alle möglichen Funktionen gibt es selektiv Areale. Wir haben da noch längst nicht alle gefunden oder so. Aber die sind nicht ausschließlich verantwortlich, sondern immer in Kombinatorik mit ein paar anderen. Und das macht dann die Spezifität aus. Aber also es besteht eine starke Quervernetzung, aber schon recht selektiv, was mit wem, unter welchen Umständen oder so. Und das wechselt dann eben irgendwo ständig. So, das Interessante am Gehirn ist generell, dass wir nicht wie in einem Computer eine Trennung von Prozessor und Speicher haben. Nicht? Sondern die Systeme im Kortex, die irgendetwas Bestimmtes, Intelligentes machen, also eine Unterscheidung machen. Oder eine Integration oder eine Klasse bilden oder eine Entscheidung treffen im motorischen Bereich oder sonst irgendetwas. Die speichern auch die Erfahrung, die sie dabei machen, immer lokal ab. Also, das ist ein integriertes System von Prozessor und Speicher. Es gibt keinen separaten Speicher im menschlichen Gehirn. So, und wenn man jetzt also sozusagen trainieren will, dann kann man diese Systeme irgendwo auf Trab bringen mit einer bekannten Aufgabe und kann sozusagen die Schnelligkeit der Verarbeitung fördern. Aber gelernt wird eigentlich nur immer unter Verwendung von irgendwas Neuem. Ja, klar. Nicht? Nur dann sprechen Sie neue Synapsen an. Vorher trainieren Sie also vorhandene, die in gewisser Weise dann in Kombinatorik verstärkt oder zum Teil auch abgeschwächt werden. Lernen ist nicht immer nur Verstärkung von Synapsen, sondern auch Abschwächung von anderen. Man relativiert ja durch neue Erfahrungen andere Erfahrungen. Und das bedeutet Abschwächung anderer Synapsen. Das heißt also, dieses Muster der verstärkten, abgeschwächten Synapsen wird erweitert eigentlich durch neue Erfahrungen nur. Und das ist der prinzipielle Nachteil dieser ganzen Jogging-Systeme, dass sie nach kurzer Zeit eigentlich nichts Neues mehr aufs Tapet bringen. Und insofern ist das für die Frage, wie werden Lernprozesse sozusagen im Alter weiter geübt und sind voll funktionsfähig, wird gar nicht angesprochen dadurch, oder kaum zumindest. Es gibt allerdings interessante Computerspiele, wo dann immer neue Konstellationen auftreten, Strategiespiele oder so weiter, wo sie neue Erfahrungen machen. Aber im Prinzip müssten wir erstmal neue Spiele oder Tests erfinden, wo immer was wirklich Neues vorkommt, was sie integrieren müssen. Ideal ist natürlich eine neue Sprache lernen. Okay. Nicht? Insbesondere, wenn Sie im Kontext, wo Sie sie anwenden, also sozusagen die ganze Semantik dann ständig neu machen oder so, völlig oder Sie fahren irgendwo hin oder Sie ernsthaft bemühen Sie sich um ein neues Hobby. Sie wollen in irgendwas eindringen, was Sie immer schon wussten. Dann haben Sie multiple neue Erfahrungen und dann kommen diese Lernsysteme wirklich auf Trab. Okay. Nur unter Neuem. Da müssen Sie dann Aha-Erlebnisse haben. Niemand wird doch behaupten, dass man beim Kreuzworträtsel lösen oder so nach 3 Wochen oder Sudoku, dass man da noch Aha-Erlebnisse hat. Von dieser Verschaltung von Neuronen, von diesen neu gebildeten Synapsen, zum Fremdwort zum Beispiel. Wo ist der Prozess, der dann wirklich das Lernen ausmacht? Was ist für mich die Lernerfahrung dabei? Also der Lernprozess ist vorstellbar mit einer Metapher, würde ich mal sagen, und zwar einer Telefonkonferenz. Die meisten haben ja schon mal eine Erfahrung damit gemacht. Das heißt, es wird eine Verabredung getroffen, dass ein bestimmter Personenkreis sich über ein bestimmtes Thema unterhält, im Geschäftsleben oder kann auch wissenschaftlich sein oder sonst irgendetwas.
Und jetzt werden auf Verdacht erstmal Teilnehmer zusammengeschaltet, die sich dafür interessieren oder die auch als Experten bekannt sind und so weiter. Und das Thema wird angerissen und dann entwickelt sich ja ein Gespräch. Also die Regeln sind klar. Jeder kann jeden hören und jeder kann auch reden, aber sinnvoll ist natürlich, wenn nicht alle gleichzeitig reden und so weiter. Oder also Dialoge sollten sicher, oder Monologe sind natürlich auch möglich dabei und so weiter. Also jede Form von Interaktion, aber alle können immer hören und jeder kann auch was einwerfen und so weiter. So, das charakterisiert erstmal ganz schön sozusagen die Situation in einem Netzwerk. Wenn eine Erfahrung gemacht wird, da kommen verschiedene Informationen rein. Und dann entwickelt sich ja ein Prozess, bei dem es Meinungen gibt. Also irgendjemand vertritt etwas, dann gibt's Gegenrede, jemand wirft was anderes ein. Und das bedeutet natürlich, wenn man es mal formal betrachtet, dass von einer Leitung, also sozusagen einem Neuron, bestimmte Informationen ausgehen, die viele andere erreichen. Und dann kommt von irgendeiner Stelle was zurück, also relativ kreuz und quer. Aber der Prozess ist dann ja so, dass sich irgendeine Meinung durchsetzt. Manche Leute sagen aber gar nichts. Manche sagen irgendeinen Unsinn dazu, der gar nicht reinpasst. Und wenn man es genau verfolgt, sieht man, dass von bestimmten Stellen aus, die nenne ich jetzt mal Experten, sich bestimmte Meinungen, die da eingeworfen werden, durchsetzen und sozusagen auf Rückkopplung, also Zustimmung oder zum Teil ja auch ein bisschen Widerspruch oder so führt. Aber am Schluss hat sich sozusagen ein Informationsfluss herausgebildet, wo man sagen kann, wenn man es genau verfolgt hat, von den Leitungen aus gingen die wichtigsten Informationen zu den und den Leuten, die da komplementär das und das dazu gesagt haben, sodass